10 seltene weiße Tiere. Eines der auffälligsten Merkmale von Tieren ist ihre Farbe. Wenn du an einen Frosch denkst, wirst du ihn dir sofort grün vorstellen. Oder die Biene, die eigentlich immer schwarz-gelb gefärbt ist. Aber es gibt einige Tiere, die auf die Welt kamen, um uns zu überraschen. Komplett weiße Tiere, die mit ihrem Aussehen alle anderen ihrer Art in den Schatten stellen und einfach nur bewundernswert sind. Hier kommen 10 extrem seltene weiße Tiere. Erstens, weiße Giraffen. Beginnen wir mit einem Tier, das wir mit seiner gelb-orangenen Farbe abgespeichert haben, die Giraffe. Doch das Duo, das ein kenianischer Schäfer vor einigen Jahren beobachtete, ist anders. Eine Giraffenkuh und ihr Kalb, komplett weiß. Die beiden Giraffen wurden in ein Schutzprogramm aufgenommen, in dem sie trotz ständiger Überwachung ein freies Leben führen können. Schließlich handelt es sich um die einzigen komplett weißen Giraffen, die je beobachtet wurden. Ein ähnliches Tier wurde im Tarangire-Nationalpark in Tansania gesichtet. Die ungewöhnliche Färbung wird hier aber nicht durch Albinismus ausgelöst, sondern durch eine genetische Mutation, die zu einer schlechten Pigmentierung der Hautzellen führt. Die Giraffe mit dem Spitznamen Omo wird trotz der ungewöhnlichen Färbung gut von der Herde aufgenommen und kann hier ein normales Giraffenleben führen. Zweitens, weißer Elch. Das nächste Tier ist auch ohne besondere Färbung ein wahres Wunder der Natur, der Elch. Elche sind so groß, dass sie einem Menschen durch ihren puren Anblick den Atem rauben können. Der gigantische Körper, das massive Geweih. Ansonsten sind sie aber recht entspannt und machen den größten Teil ihres Tages ihr eigenes Ding. Ein Video aus dem schwedischen Eda zeigt nun einen komplett weißen Elch, wie er eindrucksvoll einen Fluss durchquert, sich das Wasser aus dem Fell schüttelt und frisst. Der Elch gleitet majestätisch durch das Wasser und scheint eine Auszeit zu nehmen vom Stress der Welt. Denn seitdem das Video veröffentlicht wurde, versammeln sich Schaulustige aus aller Welt in der sonst menschenleeren schwedischen Region, um das Tier zu bestaunen. Die Färbung entstand übrigens durch eine sehr seltene genetische Mutation. Wow, welch ein Prachtexemplar! Drittens, Albino-Schildkröten. Ja, auch Schildkröten können komplett weiß sein. Dabei kennt man sie eigentlich nur unter ihrer dunkelgrünen Färbung, wie sie langsam durch die Gegend laufen und alle Bewegungen scheinbar in Zeitlupe stattfinden. In einem Schweizer Zoo ist nun sogar die erste nachgewiesene Albino-Galapagos-Schildkröte geschlüpft. Es besteht oft das Gerücht, dass die weißen Schildkröten nicht zu lange an der Oberfläche bleiben können. Aber das stimmt nicht. Albino-Schildkröten können ein weitgehend normales Leben führen, da die körperlichen Merkmale identisch sind zu den grün gefärbten Tieren. Lediglich die Sehkraft ist bei den Albino-Schildkröten geschwächt, was ein Überleben in der Wildnis erschweren könnte. Außerdem könnte die weiße Haut Raubtiere anziehen. Aber wenn das Tier unter Aufsicht gehalten wird, kann es ein beeindruckendes Alter von bis zu 200 Jahren erreichen. Viertens, Albino-Krokodil. Perle ist der Name des beeindruckenden Krokodilweibchens, das im Gatorland-Reservat in Florida lebt. Woher das Tier seinen Namen hat, wird schnell ersichtlich. Pearl ist einer der wenigen weißen Alligatoren. Ihr mächtiger Körper lässt Pearl so bedrohlich wirken, dass man trotz der Bewunderung über die besondere Färbung lieber einen Schritt zurück macht. Abgesehen von den pinken Augen, die ihre Färbung durch darunterliegende Blutadern bekommen haben, ist der 2,3 Meter lange Körper komplett weiß gefärbt. Im Gatorland wird Pearl weitestgehend separat untergebracht, denn das Weibchen benötigt viel Dunkelheit, da die Haut empfindlich gegen Sonne ist. Die Pfleger kennen mittlerweile genauestens die Bedürfnisse des Krokodils und sorgen dafür, dass Pearl ein einigermaßen normales Leben führen kann. Auch weitere Krokodile in diesem Park sind weiß. So zum Beispiel das alte Männchen Boya Blan, das lediglich am Kopf einige schwarze Flecken hat. Jedoch hat dieses Tier die besondere Färbung nicht durch Albinismus, wie das bei Pearl der Fall ist, sondern durch Leucismus. Jene Genmutation, die auch bei den Giraffen zur weißen Färbung führt. Fünftens, Albino-Gorilla. Macht euch bereit für ein wirklich einzigartiges Tier. Snowflake, der bisher einzige bekannte Albino-Gorilla. Quasi ein Außenseiter in einer Gruppe, die sonst aus komplett dunkelbraunen bis schwarzen Tieren besteht. Der West Lowland Gorilla wurde 1964 geboren und lebte ab 1966 im Zoo im spanischen Barcelona.
Tests ergaben, dass Snowflake eine sehr schlechte Sehkraft hatte, was ihm das Leben erschwerte. Außerdem wurde festgestellt, dass die Eltern 12% ihrer DNA gemeinsam hatten, was darauf hindeutet, dass es sich um Onkel und Nichte handelte. Die Kreuzung ihrer Gene löste den Albinismus aus. Zumindest äußerlich hat er diese Mutation nicht weitergegeben. Obwohl er über 20 Kinder und Enkelkinder sowie 8 Urenkelkinder hat, hat nur sein Urenkel Nku pinke Finger, was möglicherweise eine Folge des Albinismus sein könnte. Die weiße Färbung machte Snowflake große Probleme. So erkrankte er 2001 an Hautkrebs, der schließlich 2003 zum Tod des einzigartigen Gorillas führte. Sechstens, weißes Pferd. Weiße Pferde an sich sind keine Seltenheit. Wie oft sieht man sie doch in Märchen, diese prächtig weißen Tiere? Aber beim genauen Hinschauen erkennt man, dass sich gerade an den Haaren oft andere Farben befinden. Diese Tiere nennt man auch Graupferde. Anders ist das beim Albino-Pferd. Das ist komplett weiß, von den Beinen bis in die letzte Spitze der Haare. Lediglich die Augen sind dunkler gefärbt. Wie bei anderen Tieren auch entsteht diese Färbung dadurch, dass sich das Albino-Gen bei der Paarung durchsetzt und so eine ganz besondere Farbe hervorbringt. Weiße Pferde haben auch in den Mythologien der verschiedenen Kulturen der Welt eine besondere Bedeutung. Sie werden oft mit Sonnengöttern, Kriegerhelden, Fruchtbarkeit oder mit einem Erlöser am Ende der Zeit in Verbindung gebracht. Siebtens, weißer Rabe. Raben sind quasi die Erfinder der Farbe Schwarz. Weltweit werden schwarze Raben schon seit Jahrhunderten mit zahlreichen Legenden und Mythen in Verbindung gebracht. Die schwarze Farbe ist mittlerweile zu ihrem Markenzeichen geworden. Der Fakt, dass in ihrem Gefieder auch meistens violette Färbung zu erkennen ist, ist hierfür nicht relevant. Umso spektakulärer ist es, einen weißen Raben anzutreffen, der scheinbar die Natur komplett auf den Kopf stellt. Mit seinem Albino-Weiß sticht er aus allen Artgenossen hervor und fasziniert uns durch sein helles Gefieder. Wie beeindruckend! Achtens, weißer Pfau. Bei Pfauen denken wir alle sofort an das imposante Rad, das der Pfau mit seinen Federn aufspannen kann. Allein dieser Anblick ist ein großer Grund zur Bewunderung. Doch neben diesem blauen Pfau gibt es auch den weißen Pfau, dessen Gefieder komplett weiß glänzend ist. Im Gegensatz zu einigen anderen weißen Tieren handelt es sich aber nicht um Albinos, denn die Augen sind meist blau. Vielmehr handelt es sich um eine ungewöhnliche Färbung des blauen Pfaus. Zwar wurden in Indien schon mehrere weiße Pfauen in freier Wildbahn gesichtet, aber die meisten von ihnen leben unter menschlichem Schutz. Das erhöht ihre Überlebenschancen, denn in der Natur wären sie für Fressfeinde zu leicht sichtbar. Wie eine große Zuckerwatte sehen die Tiere aus, wenn sie ihre Federn ausstrecken. Neuntens, weißes Känguru. Kängurus sind echte Multitalente. Mit ihren starken Beinen, den kräftigen Armen und ihrer enormen Sprungkraft können sie locker jeden Feind in die Flucht schlagen. Aber was sie auch gerne machen? Brot stehlen. Das wollte auch dieses Albino-Känguru machen, das aber im Gegensatz zu seinen Artgenossen, nicht so gut von der Natur getarnt war. Nichtsdestotrotz hatte es Erfolg und begann, die Brotscheibe genüsslich zu verspeisen. Ansonsten geht es Albino-Kängurus wie ihren normal gefärbten Artgenossen. Nur die Sehkraft ist oft etwas verschlechtert. Auch die Albinos kommen häufig im australischen Outback vor, ernähren sich von Gräsern und können bis zu 46 Jahre alt werden. Beeindruckend ist auch ihre Größe. Ein voll ausgewachsenes männliches Tier kann bis zu 2 Meter groß und 90 Kilogramm schwer werden. Zehntens, weißer Löwe. Sie sind die Könige der Savanne. Löwen. Diese Prachtexemplare der Natur, die uns mit ihrer beeindruckenden Mähne und ihrem prächtigen Körper schon seit Beginn der Menschheitsgeschichte faszinieren. Einer genetischen Mutation, Leucismus genannt, haben wir es zu verdanken, dass diese eindrucksvollen Tiere teilweise komplett weiß gefärbt sind. Zahlreiche Exemplare dieser Löwen gibt es bereits auf der Welt. Sogar Zuchtprogramme wurden schon begonnen. Besonders der südafrikanische Löwe ist oft von dieser Eigenschaft betroffen. Diese weiße Farbe scheint zum Glück keinen Nachteil für ihr Überleben darzustellen.
Weiße Löwen galten zwischen 1992 und 2004 in freier Wildbahn als ausgestorben, bis der Global White Lion Protection Trust die erste erfolgreiche Wiederansiedlung weißer Löwen in ihrem natürlichen Lebensraum erreichte. Dieses Rudel konnte erfolgreich in freier Wildbahn jagen und sich fortpflanzen. Seitdem wurde die Geburt zahlreicher weißer Löwen beobachtet. Wie prächtig diese Tiere doch sind! Es ist faszinierend, wie vielfältig unsere Tierwelt ist. Immer wieder überraschen uns einzelne Prachtexemplare mit ihren besonderen Eigenschaften. Habt ihr schon mal ein besonderes weißes Tier gesehen? Schreib es gern in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal.